Oh, Vögel zwitschern am Morgen. Oh, hallo und willkommen zurück zu Planet of Lana. Ah, Mit dem schön, Zellos. Hackerchen. Ja, voll entspannt. Wir haben ja im letzten Part einmal über den Komponisten geredet, an der Stelle. Den Max Kommunisten oder den Fontana. Komponisten? Den Komponisten. Achso. Den Takeshi Ifukawa. Der macht ja Star Wars an der Stelle Soundtrack. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, der hat ja auch die Clone Wars, den Film, hat er komponiert. Unter anderem. Und die Serie, also diese 3D-Animationsserie. Sehr cool. Und dann habe ich aber auch durch die Wiki-Seite jetzt erfahren, da gibt es wohl 2024 eine neue Avatar-Serie, aber live adaptiert an der Stelle. Also die wollen quasi das, was sie gemacht haben mit meinen Filmen. Ah, da war es nicht schnell genug. Ja, ich habe eigentlich die Duckentaste nicht losgelassen, deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert, dass ich da auf einmal stand. Ich habe Okay. die ganze Zeit gedrückt gehalten. Vielleicht, ich schicke ihn jetzt nochmal da rein. Ist er jetzt abgelenkt und ich kann vorbei? Ah, jetzt kann ich Y drücken. Mal gucken, was er da macht. Wo ist er jetzt? Der ist jetzt in dem Busch da rechts. Okay. Ich Kriegen wir glaube, das hin. sind. Gerade ein bisschen. Wie gesagt, ich habe die Duckentaste nicht losgelassen, deswegen wundere ich mich immer, dass der aufsteht. Wahrscheinlich, Ich weil er habe, glaube Mui ich, schreit. verstanden. Ich habe gerade verstanden, glaube ich, an der Stelle, was er macht. Du musst das Viech in die Grube schicken. Dann rechts kommt ja das Viech aus der Grube raus. Dann musst du dann loslaufen mit dem Viech. Also das Viech musst du wegschicken. Wir kriegen das hin. Das Meine hat. viele Möglichkeiten habe ich ja nicht, also von daher. Hör einfach auf das, was ich sage. Einfach den kleinen als Bait rausschicken. Also sprich durch die Grube, den dann nach rechts befördern und dann wegschicken. Aber wohin soll ich ihn jetzt schicken? Irgendwo rechts. Ich kann aber nichts machen, ich kann ihn nicht nochmal schicken. Oh, Also ich kann ihn nur achso. zum Loch. Also. Ah. Ja, manchmal ist es einfach das Beste, nichts zu tun. Ich glaube, das wird nicht reichen, oder? Kannst ja mal hinterher und dann mal vorsichtig da reindocken, genau. Es wäre interessant zu wissen, ob der hier durch uns durchlaufen kann. Ja. Okay. Ach, du kannst ihn dann nochmal weglocken und dann quasi verstehe, verstehe. Ja, nur dann ist die Zeit wirklich. Aber gut, wir machen das einfach nochmal, was ich eben gemacht habe. Was habe ich eben gemacht? Erstmal hier hin. Ja, dann einmal ihn zur Grube geschickt. Und dann laufe ich schnell drüber. Okay, eben hat das doch funktioniert. Du sollst ja nicht in das Viech reinlaufen. Ja, ich kann ja nur nach links und rechts laufen. Ich kann ja nicht nach schräg rechts oder so. Vorhin hat er damals Ach, zehn stimmt, da habe Stunden ich einfach sonst gearbeitet. gewartet. Ja, stimmt, du hast Hast einfach recht. gewartet. Mann, Barry. Ja, ich habe heute 10 Stunden gearbeitet. Also. Ungeduldig wird der Junge, Ja, ungeduldig. das ist mein zweiter Vorname. Das ist ein Geduldsspiel. Weil irgendwann gibt er auf und dann merkt er, ah, okay, dann gucke ich mal da rechts, was da war. Könnte ich ihn auch hier nach oben schicken? Ne, ich kann ihn jetzt zurück, aber das ist halt. Du kannst halt ihn jetzt, also den Nager kannst nach links schicken, zur Grube, ihn wieder ablenken und während Ach so, meinst du das? dann. Und dann direkt Y wieder. Ja. Ja, ich habe eben nicht, glaube ich, nicht schnell genug Y gedrückt. Aber dass man ein bisschen darauf aufmerksam wird. Genau jetzt. Perfekt, und jetzt könnt ihr weiter rüber. Ja, das war jetzt dumm, glaube ich, oder? Das du wirst nie kriegen, das du wirst nie kriegen. Ah, da kommt er theoretisch hoch, oder? Ja. Er müsste jetzt eigentlich das hier nur durchschneiden, aber. Warte Genau, mal. du müsstest ihn jetzt quasi darüber leiten zu dem Seil. Ja, das ist mit dieser. Ich versuch's, du siehst, ich habe gerade Probleme mit der Steuerung. Ja, ich sehe es. Ich muss mal warten, bis er jetzt wieder weg ist. Steuerung, hilf mir. Oh, Alter.
Ich versuch's. Ich weiß, was ich machen muss. Ich versuche es auch, aber es ist gerade mit der Steuerung ein bisschen frickelig. Ja, muss ein bisschen weiter rausgehen wahrscheinlich, dass du es ihm zeigen kannst, wo er hin soll. Er schneidet es nicht. Ich muss wieder zurück. Ja, das ist ja auch ganz links die Stelle. Da auch bei der Hütte. Ach da, jetzt sehe ich die erst. Ah, okay. Alles gut. Ich dachte, das ist, weil das da dunkel ist, dass ich da schneiden kann, aber man kann ja immer nur an den gelben. Immer nur an den gelben Stellen. Mit dieser Steuerung. Ah. Es ist wahrscheinlich auch mal so ein bisschen rätselabhängig. Jetzt ist es gerade ein bisschen. Okay. Jetzt ist die Frage, wie die Checkpoints gesetzt sind. Also Barry, das war jetzt nicht dein Ernst, ne? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der da jetzt nach oben zu dem hinläuft. Aber so kann ich ja in dir. Es ist doch obvious, dass du das killen musst mit dem Baumstämmen. Ach, da so meinst du das, ja gut. Ja, ja natürlich. Ich will dich aber nicht töten. Ist doch schöne Lebewesen. Das ist ein Roboter. Hallo. Ja, guck mal kurz, bis du rüber guckst, dann gehst du jetzt schön in deine Schemel-Ecke und dann bist du fein. Zellos, du bist so gewalttätig. Ja, man muss das machen bei sowas. Ich kann doch einfach hier hochklettern. Nee, hätte ich nicht gegönnt wahrscheinlich. Nö, kannst du nicht. Ach Mann. Na gut, ich hätte jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal versucht, ja so zu fliehen. Hallo? Wir werden jetzt hier uns zur Wehr setzen. Ja stimmt, die haben ja unser Dorf ausgerottet, du hast recht. Ja, hallo? Ja. Ich bin nicht im Spiel so drin, ich fühle es nicht, weißt du? Ich habe keinen Hass auf diese Wesen. Die haben uns ja, die haben die nicht ausgerottet, aber entführt. Wir müssen ja hier unsere Freunde und Familie wieder retten an der Stelle, ganz klar. Ja, okay. Unter dieser Prämisse ist es okay, die zu töten. Ja, sind Roboter, hallo. Das sind, was heißt hier töten? Das sind einfach nur Nullen und Einsen. Aber Zellos, jetzt bist du philosophisch. Die sind wir nicht auch nur Nullen und Einsen? Wir sind viele Nuancen von Nullen und Einsen, leider. Auch Zweien und Dreien? Nee, aber das Spektrum zwischen Nullen und Einsen. Okay, ein riesiges böses Raumschiff. Mit einem lila und roten und gelben und lila und roten und blau und türkisen Punkt. Oh nein, er kann in Farben reden. Wird es auch einfach. Ah, Mist, das habe ich zu spät gesehen. Einfach so ein Amazon Echo oder sowas. Weißt du? Ja. Vielleicht war das ja so ein Simon Says Code. What? Wollen mich verarschen oder was? Was ist jetzt los? Achso, das sollte sogar so sein. Ich dachte, ich wäre gestorben. Alles ja, J. Das sollte so sein. Das wusste ich natürlich. Leuchtende Pilze. Ich habe übrigens nachgeguckt, es gibt kein Plüschi, kein offizielles, was so kaufbar ist. Oh. Aber es gibt eine Fangemeinde, die sich das zur Aufgabe gemacht hat. Okay. Ja, und die haben dann schon Plüschi gebaut, so ein Konzept. Im Internet gibt's wirklich alles. Ist so. Schön. Okay, er hätte vielleicht da bleiben. Ach, ich schaff das auch blind. Bin Profisportler. Nee, ich glaube, du solltest ihn holen. Ach, da kommt er schon, okay. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer das überhaupt entwickelt hat. Das würde mich mal interessieren. Aber gut, 4,5 Stunden, da werde ich dann wahrscheinlich 5,5 brauchen. Manchmal habe ich bei diesem How Long to Beat. Wir haben eben geguckt, wie lang das Spiel ungefähr so ist, falls ihr euch wundert. So 4,5 Stunden, also wahrscheinlich 5,5. Bei How Long to Beat habe ich manchmal so das Gefühl, dass da auch manche Leute so, ach ja, ich habe sie in 4 Stunden durchgespielt. So ein bisschen, weißt du, nicht immer 100%ig die richtige Antwort geben. Also ich habe mal jetzt mal nachgeguckt. Die Entwickler, das ist Wishfully Studios, ist ein schwedischer Entwickler. Und das ist ihr Debütspiel. 2018 haben sie es auch erstmal in Schweden rausgebracht und dann hat es genug Traktion bekommen und dann haben sie es auf, ja. Achso, das heißt schon. Okay, und die haben es jetzt im Game Pass gepackt, ja. Genau. Sinnig.
Für die Spielzeit ist das wirklich ein gutes Game Pass-Spiel. Ja. Schweden haben das entwickelt. Finde ich gut. Immer diese Schweden. Ja, was die alles können, ne? Ja, unfassbar. IKEA. Gewinnen jedes Jahr den Eurovision Song Contest. Ich muss hier. Ja, genau. Oh, da unten ist ein Spinnerich. Kann der da hoch? Eigentlich ja, ne? Ein Spinnerich sollte das können. Oh ja, böse Spinneriche. Oh ja. Igitt. Der ist ziemlich schnell. Okay, der muss jetzt dann wahrscheinlich in die Grube rein. Ja. Und was danach, werden wir gleich. Ich spring erstmal rüber, falls es geht. Hat ein bisschen was von Limbo gerade auch mit diesem Spinnerich hier. Stimmt, an Limbo muss ich auch denken, genau. Die Frage ist, wo der jetzt rauskommt. Ach, da. Bei der Grube rechts. Und jetzt, was bringt mir das? Der macht hell. Ja, aber wo muss ich hin? Ich mag das nicht. Ah, du musst ihn, du musst ihn zurückholen. Dann musst du die Spinne nach links Ja. locken mit deinem Menschen. Und dann bleibt er da weg. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich schon Y drücken. Oder erst, wenn ich dann unten bin, quasi. Erst, wenn du so runterhängst an der Stelle. Hallo, Spinni. Ja. Spinni. Zum Glück können Spinnen keine Seile hochklettern. Das finde ich jetzt ein bisschen unglücklich. Ah, egal. Wir wollen, das ist ein Indie-Spiel. Alles gut. Ja, perfekt. Frage, ob das mit dem Licht stimmt. Ich gehe auch davon aus, aber... Ah, er mag kein Licht. Wie so ein Gamer. Okay. Ja, dann gehst du da runter. Tschüss, Spinni. Loser. Achso, und der kommt ja dann gleich nach, ne? Das heißt, es wird gleich... Wobei, nee, ich kann ja ganz entspannt. Ich kann ja hier Mui erstmal befreien. Genau, so ist es. Ich sagte, ich kann Mui einfach befreien. Kann ich doch nicht. Solltest du können. Ja, hat irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht war es ich. Warum? Okay. So, jetzt musst du den natürlich da hochschicken. Ich würde auch schon zum oberen Vorsprung gehen. Zur Sicherheit. Ja. Ja. Das war doch schon mal ganz okay. Jupp. Weiter im Text. Erstmal wieder Eistee trinken. Böse Spinnviecher im Untergrund. Ich bin so froh, dass es keine Riesenspinnen gibt. Das in Limbo, bei Limbo war schon ziemlich creepy an der Stelle. Mhm. Das weiß ich noch. Ich habe es einmal, glaube ich, gespielt oder ich glaube, ich habe mir sogar nur ein Let's Play davon angeguckt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das war schon an manche Stelle. Egal, wir sind hier nicht bei Limbo, wir sind bei dem unfassbar tollen Spiel Planet of Lana. Bisher gefällt es mir wirklich gut. Ja. Jetzt? What the fuck? Achso. Er hat ein Kabel durchgebissen und wahrscheinlich hat er jetzt irgendwas auf. Ja gut, da muss er stehen bleiben, damit ich was sehen kann eigentlich. Guck mal, da steht sogar irgendwas, aber... Ja gut, ich lasse ihn hier mal stehen. Für die Immersion. Mhm. Na komm. Jürgen, aka Mui, komm. Eine uralte Zivilisation. Achso, ich dachte, ich habe jetzt hier dein Licht. Nee, anscheinend nicht. Ja gut, hier wird jetzt im Prinzip gesagt, dass sie vom anderen Planeten kommen, mehr oder weniger so, ne? Die ja, Story. Hübsch. Das verstehe ich nicht, keine Ahnung. Mensch wird in dem Embryo geboren. I guess. Ja, maybe you are true, we don't know. Okay, irgendwie haben die den angehimmelt. Okay. Und dann kam eine Explosion. Wir mögen große Augen anscheinend. Ja. Hui. Okay. Bleib an Licht. So schnell habe ich das jetzt nicht verstanden. Egal. Kannst ja in der Mitte stehen bleiben. Ja, soll ich nochmal zurückgehen? Wie du willst. Ich meine, wenn das Spiel schon so wenig Story hat, dann soll man den kleinen Fetzen zumindest mal mitnehmen. Ja,
eben. Aber so wirklich verstehe ich daraus auch nicht. Egal. Es sind Wesen aus dem anderen Wesen Planeten. Wesen aus dem Weltraum haben uns anscheinend Wasser, Tiere und so ein Scheiß geschenkt oder sowas. Keine Ahnung, würde ich jetzt sagen. Und Fritten. Und Fritten, ja. Und Katzenhamster. Affen. Ja, ich gehe jetzt mal bewusst hier nach links, weil wir eben immer die ganze Zeit nichts gefunden haben, weil mir mal links irgendwas gefehlt hat. Mhm. Ich weiß noch nicht, was das bewirkt, aber ich lasse ihn hier mal stehen. Ja. Okay. Ah, das muss ich bestimmt am Schluss anmachen, könnte ich mir vorstellen. Ich hole ihn mal wieder zurück. Aha. Dass das irgendwie so die Batterie von dem hier ist, was auch immer das hier ist. Mhm. Kann ich hier machen? Verschieben. Das hier interessiert mich mal. Was kann ich hier machen? Kannst du auch verschieben anscheinend. Okay, ich verstehe den Sinn noch überhaupt nicht. Ich mache erstmal alle Punkte, dass man alle Punkte sieht. Hätte ich jetzt auch mal gesagt, ja. Weiter geht nicht, okay. Wenn ich das jetzt... ach, du siehst da die Kombination. Warte, warte. Wo ist eine Kombination? Hinter dem Wagen war eine Pünktchenabfolge. Ah, das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, geh nochmal zurück. Mach den Wagen kurz. Boah. Wie soll ich mir das denn merken? Da würde ich mir jetzt, wenn ich... ich streamen würde, ein Handybild machen. Moment. Ich glaube, du musst da einen Punkt rüberschieben, tatsächlich. Ja, ich mach mal gerade ein Bild. Okay. Oh, mein Handy ist gleich leer. Gucken, ob es für dieses Rätsel ausreicht. So, machen wir mal ein Bild. Strich. Machen wir auch eins. Jo. Punkt, Strich, Punkt, Leerzeichen. Ich glaube, ein links rüber klingt gar nicht so verkehrt. Ja, probier mal. Kann ich gar nicht, nach rechts könnte ich. Musst du auch, glaube ich. Punkt, Strich, Punkt, Leerzeichen, Strich, Punkt. Als Strich nehme ich immer dieses Ding. So müsste es richtig sein. Das müsste so richtig sein, ja. Jut, jut. Frage ist, musst du das jetzt überall genauso machen? Weil wie war das? Punkt, Strich, ne? Punkt, Strich, Punkt, Leerzeichen, Strich, Punkt. Ja. Ja, dann dort wahrscheinlich genauso. Punkt, Strich, Punkt, Leerzeichen, Strich, Punkt. Passt. Und dann links noch. Mal gucken, ob das auch so gedacht ist. Ja, werden wir gleich sehen. Ich muss dann bestimmt das Ding wieder anmachen. Punkt, Strich, Punkt. Ah, Katze. Punkt, Strich, Punkt, Leerzeichen, Strich, Punkt. Ja, ist jetzt überall eingestellt. Mhm. Dann würde ich jetzt mal wieder nach links gehen mit Mui. Mui? Mhm. Och, nee, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Achso, bist du zu tief gefallen. Hat er das denn gespeichert? Punkt, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt. Ja, hat er gespeichert. Okay. Nochmal erinnert, faire Rücksetzpunkte. Sehr gut. Sehr gut. Naja, die Checkpoints sind gut gesetzt. Mit diesem Code könnt ihr bei uns übrigens im Gentle Idiot Shop 5% Rabatt kriegen. Punkt, Strich, Punkt, Leerzeichen, Strich, Punkt. Ima, Uma, Boomer. Okay. Ich halt wirklich ah, guck so. Mal, da steht noch ein anderer Code. Ach so. Ist die Frage, ach, welcher der richtige oder welcher für welches ist. Das ist ja eklig. Ja. Ich will jetzt nicht alle umstellen auf diesen Code da, ne? Weißt du? Ich glaube, der Unterschied ist, du hast einmal den mit... Ach, der so ein Viereck da über hat. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Den hier. Ja, ja, ja. Okay. Das heißt... Im Prinzip... So, ne? Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Ja, da müssen wir für diese beiden aber noch das rausfinden. Dann hat jeder wahrscheinlich einen Hinweis, weißt du?
Ja, guck nochmal, ob das, was da unten gezeigt war, hinter dem Wagen, ob das jetzt vielleicht für den, mit den Zipfel an der Stelle ist, nur. Ob da irgendwie so ein Hinweis ist, ja, gute Idee. Würde ich von ausgehen. Erstmal tatsächlich. Ah ne, für den da oben. Der das Viereck hat. Da oben. Okay. Ah, der hat das jetzt ja eingetragen. Das heißt, die beiden Rechten sind nicht korrekt. Genau, das ist jetzt nur die Frage, wo kriegst du die Codes für die? Oder gibt es da überhaupt welche? Das ist eine gute Frage. Das sind ja die mit der blauen Fahne. Die haben beide eine... Ah, ne, haben sie gar nicht beide. Okay, warte mal. Nee, der eine hat's... Hinweis, Hinweis, Hinweis. Ich gehe mal rechts rüber. Ah, guck mal. Okay. Passiert irgendwas, außer dass das Ding da nicht weitergeht? Ich wollte mich eigentlich rechts rüber hangeln, um mal zu gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Ob da irgendwie ein Code kommt. Nee, okay. Boah, so spontan. Bräuchten wir die Codes für diese beiden Rechten? Jetzt ist die Frage, ob es irgendwas mit diesen Holzdingern zu tun hat. Weil wenn ich dieses von unten folge... Nee, dann ist es das ganz rechts am Ende. Okay, aber wo kriegen wir die anderen Codes her? Die nachvollziehen an der Stelle und die Muster. Ich will mal noch einmal hier hochspringen, ob ich hier irgendwas aktivieren kann oder so. Also ich kann natürlich diesen, das Ding da oben bewegen, aber... kann ich jetzt Wasser vielleicht? Das kannst du mal probieren, ja. Ach, warte mal, wir kommen... Ah ne, wir kommen davon, da links, ne? Ja. Vielleicht, wenn ich jetzt Mui wegschicke, vielleicht werden dann für einen kurzen Moment die anderen gezeigt. Nee. Okay. Oder vielleicht an den Wandtafeln, wo wir vorhin vorbei... Von hier komme ich, ne? Ja. Ah ne, das ist nur die Geschichte. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Wir müssen da irgendwo in dem Raum gucken, aber boah, das ist schwer. Gar nicht mal so einfach. Okay, ich gehe nochmal dahin, weil da habe ich bisher am wenigsten Zeit verbracht. Frage ist, ob man irgendwas an diesen Fahnen noch erkennen kann, aber... Oder sind die anderen beiden einfach nur das Gegenteil von den anderen beiden? Das könnte auch sein. Irgendwas ganz Banales. Gar nicht mal so eine dumme Idee. Aber das warum? Dann quasi statt ganz links macht man ganz rechts. Ne, die beiden linken sind ja die richtigen. Ich würde dann einfach das entgegengesetzte nehmen. Ich frage, ob das anhand dieser Rohre ist? Nee. Ich würde sagen, dass du das halt so nach Reihenfolge machst. So, ich glaube, dann gibt es halt Rohr 3, 4, beziehungsweise 4, 5. Also 1 und 2 habe ich ja richtig. Und 3 und, nee, 1, nee, stimmt gar nicht. Ich habe 2 und 4 richtig, ne? Und du hast 1, 2, 3. Ich glaube, ich muss nur... Warte mal. Also das Holzding ist ja das ganz oben. Und das Lichtding ist das... zweite von vier. Das heißt, das dritte und das erste sind falsch. Ich habe jetzt hier bei dem vierten die gleiche wie... Warte mal, bei dem dritten und die... Ich glaube, ich muss die hier einfach ändern. Kann das sein? Ja, kann sein. Auf... Ne, ich muss die ganz unten ändern, dass die so ist wie die... Wenn das, wenn deine Theorie stimmt, dass es... Das ist auch eine Vermutung, ja. Wie soll man darauf kommen? Wir finden aber auch irgendwie keinen anderen Hinweis. Ne? Das heißt, hier soll jetzt... Das Gegenteil vom anderen. Gar nicht so einfach. Das heißt... Ja, aber von wem das Gegenteil? Jetzt vom da drüber? Also von dem... Ich glaube, von dem Zipfel tatsächlich. Du meinst von dem zweiten oben von links. Der Höhe? Oben links? Könnt ihr mal probieren? Keine Ahnung.
Und so zweimal rechts verschieben hätte ich jetzt mal einfach mal gemacht, ganz dümmlich. Aber wenn es das Gegenteil von dem ganz oben ist, dann müsste es ja das gleiche sein wie... Boah, hier muss es irgendwo einen Hinweis geben. Warte, ich habe noch eine Idee. Die ist total dumm und absolut sinnlos, aber die mache ich jetzt. Okay. Ich mache das Ding jetzt nochmal an und dann bewege ich gleich diesen Eimer. Das ergibt zwar absolut keinen Sinn, aber das hat ja auch niemals jemand behauptet, dass das Spiel hier Sinn ergeben muss. Weißt du, wie das meine, dass da dann vielleicht die Farbe sich irgendwie ändert oder so? Das ist meine Idee. Ja, verstehe. Aber das macht wirklich rätseltechnisch gar keinen Sinn. Aber das hat doch irgendwas mit diesen Rohren zu tun, aber keine Ahnung. Oder vielleicht, wenn ich das hier nochmal nach rechts verschiebe, geht das? Ach, hätten wir doch beide 300 IQ, Zellos. Ich guck mir mal was ab an der Stelle, vielleicht komme ich ja nochmal. Also unsere... mit dem Eimer, da kommt er... Ah, warte mal. Der hat die alle passiert, außer... Hat der alle passiert? Oder kam überall Musik? Warte, ich gehe nochmal runter. Ja. Ah, der macht überall Musik. Das würde ja heißen, dass alles richtig ist eigentlich. Bei jedem... Wahrscheinlich musst du eine bestimmte Melodie an der Stelle nachspielen, ja. Aber wieso ist diese Melodie falsch? Die ist doch wunderschön. Ja, ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt. Okay. Oder jede Kombination muss einmal? Aber gut, bevor man das jetzt ausprobiert, das muss ja irgendwo... Ich such die Lösung gerade mal dazu. Du musst anscheinend bei dem unten rechts, den begibst du quasi komplett nach rechts. Aber woher soll man das wissen? Ich kann mir das nur interpretieren, dass du halt wirklich das Gegenteil machst von dem ersten Rohr und dann... Also statt ganz links, quasi ganz rechts. Und bei dem... Oben rechts musst du dann auch so gucken, dass die Punkte alle sichtbar sind. Okay. Quasi so, wie du das bei dem unten links gemacht hast. Ja, also ich finde ich jetzt irgendwie komisch, dass man da irgendwie keinen Hinweis kriegt oder ich bin dumm, keine Ahnung. So? Ja, genau. Aber warum? Das aktivier. Ja, hören wir einfach mal die Melodie, mal gucken. Vielleicht ist ja, wird es uns vielleicht klar. Ne? Es passierte nix. Vielleicht muss ich meinen Hima herholen. Oder vielleicht musst du das da. Ach nee, der unten rechts ist noch eins zu weit rechts. Entschuldigung. Also quasi so. Genau. Okay. Und jetzt aktiviert deine Glocken, wie auch bei uns. Ja, aber ich würde gerne verstehen, wie man darauf kommen soll. Das ist eine gute Frage, ja. Also, das finde ich jetzt ein bisschen sehr komisch. Und vielleicht finde ich das jetzt im Video raus. Oder so ein Walkthrough. Also, ist für mich jetzt unbefriedigend, weil ich nicht weiß, warum das so ist. Das funktioniert übrigens immer noch nicht. Ah, die Musik geht jetzt weiter. Ah, jetzt. Wenn noch mehr solche komischen Psychorätsel kommen. Weil die beiden Links, die hatten wir richtig, aber die rechten verstehe ich auch nicht ganz. Nee, egal. Abzug in der B-Note. Ja. Also darauf einstellen, das mal öfters googeln zu müssen. Ab und zu, ja. Ja, gut, passt schon.
Oh, Katzen. Eins. Oh, ist das ein Chaos Emerald? ist das jetzt Sonic? Gib dem Kleinen das nicht zu futtern, ich glaube, das ist nicht gut. Wahrscheinlich atomar verseucht. Er packt es erstmal in seine Tasche, oder sie? Ja. Achievement! Ach nee, das war hier auf PC. Das ist ja auch das Nervige, wenn du hier die Game Pass auf dem PC anhast. Mhm. Dann kriegst du die Erfolge für Xbox und teilweise ein paar Minuten später nochmal für PC. Ach, guck mal, die kommunizieren miteinander. Cool, jetzt haben wir quasi eine Fernbedienung. Nice. Ja, wir haben eine Fernbedienung, krass. Olay. Selbst als werden wir diese Rätsel jemals verstehen, ich glaube nicht, oder? Also das andere davon eben. Und jetzt? Ich glaube nicht. Wieder so, also runterfallen wahrscheinlich, ne? Also einen anderen Weg habe ich ja nicht. Aber dann bin ich wahrscheinlich tot. Kannst du dich runterhängen? Nee, ging nicht. Hm. Okay. Dann ist mir jetzt gerade nicht klar, wie man das am besten macht. Ich auch nicht. Finden wir es heraus. Oh, da soll ich zurückgehen? Aber da ist ja auch nichts. Also, da komme ich vor allen Dingen auch nicht hin. Egal, ich sterbe einfach noch ein paar Mal. Kannst du dich so runterfallen lassen, dass du da vielleicht noch an dem Vorsprung hängen bleibst? Ja, da würde ich jetzt... Ah, doch, geht doch. Eben habe ich immer so einen Hinweis bekommen, jetzt nicht. Okay. Ja, jetzt musst du halt mittlerweile deine Moves kennen, ne? Ja, ist schon hart. Ja. Komm zurück in den Pokéball. Los! Ach, ich hätte ihn da stehen lassen sollen, ich sehe nichts. hast du eigentlich genug Orden? Okay, das sieht aus, als würde das gleich auf mich zurennen. Ja. Ich habe gerade noch keinen Orden in dem Spiel hier, nee. Oder ich muss mit denen kommunizieren, irgendwie. Kann sein, dass es jetzt so eins von den Dingern ist. Los, Fernbedienung. Ah, da hast du aber nochmal so einen, ja. RT und L. Mache ich die ganze Zeit. Ah. Slybok. Was bringt mir das, den jetzt zu verschieben? Und dass du mit dem unten kommunizieren kannst jetzt. Ach so, weil der kein... Ah. Weil der geblendet war vom Licht. Blinded by the light. Rede mal mit ihm. Hallo Kumpelschleim, wie geht's dir so? Achso, wenn ich da bin. Slowbog. Aber das erklärt immer noch nicht. Oder kann ich auf den drauf? Also spricht ja nichts dagegen. Eigentlich nichts, ne. Oh, er ist ein Freund von uns. Kumpelschleim. So, und hier ist jetzt Licht. Da muss ich... Ach, zu dem anderen vielleicht wieder hin, oder? Ich glaube, du musst jetzt... Das sieht für mich so ein bisschen so aus, als müsste ich jetzt wieder zurück zu dem nach oben. Nee, ich weiß, was du machen musst. Du musst den Kumpel unten... Musst du jetzt nochmal so ein bisschen herlotsen. Herlotsen? Im Sinne von... Also, nee, bleib du oben. Ach so, mit meinem Viech hier. Ach so. Nur mit dem Viech runter. Viech nennt er das. Ja, weißt du noch den Namen? Ja. Mui. Wie konnte ich ihn vergessen? Ach so, okay. Okay, macht er aber nicht, wenn ich... Ah, ich muss, glaube ich, erstmal... Ja, du musst davor stellen. Ja. Hallo, Steuerung? Ah, PC ist wahrscheinlich deutlich einfacher zu steuern und angenehmer. Wahrscheinlich. Gut, dann gehst du erstmal hoch. Und dann steckst du ein bisschen nach rechts, den Jungen. Die Katzenfernbedienung ist ziemlich praktisch. Ja. Weiter geht nicht. Ja, das sollte auch ausreichen. Na gut, du stehst halt noch im Weg. Okay. Hoch da, Junge.
Oder Mädchen, wir wissen es nicht. Das müssten wir eigentlich noch investigativ rausfinden. Das ist richtig, ja. Könnte vielleicht, beides. Vielleicht ist es ja das Mysterium, dass du dich selbst inserten kannst, ob du jetzt Männlein bist oder Weiblein. Ja, das Mysterium ist, wie man dieses Rätsel von eben verstehen soll. Noch mehr Mysterien. Also, kannst du nicht mal googeln, Zellob, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist für die Lore? Die Menschen wollen das doch wissen. Nö, das ist nicht wichtig für den Verlauf der Story. Ich sag, es ist ein Junge. Ich weiß es aber nicht. Es ist nicht wichtig, sage ich. Vermutlich nicht. Außer wenn es jetzt ein Transgender wäre, da würden sich alle Rechten aufregen. Vogel. Ah, oh, wie schön. Ja. Guck mal, was eine schöne Szene. Und keine Todesroboter, die dich hinterher jagen. Ah, in der Zeit kann ich gut Eistee trinken, das ist sehr gut. Voll geil. Hui! Freunde, Familie, wo seid ihr? Oh, jetzt wird's hier Portal-like. Ja, Mann. Okay, das ist logisch. Achso, der muss jetzt... Ja, der muss da ja so oder so rein. Ja. Ich kann auch das Ding auch einfach... Ist das nicht schon das Rätsels Lösung? Eventuell, ja. Also du kannst dich ja... Ach nee, dann komme ich da nicht hoch. Nee, da kommst du nicht hoch. Du müsstest quasi an der Stelle das Ding davor setzen. Und dann kann er das vielleicht bedienen, ne? Nee, er müsste sich einfach nur auf die Wurzel stellen. Aber du musst auf jeden Fall das erstmal runter wissen. Genau. Aber klingt erstmal nach einer vernünftigen, ja. Genau. Dann bist du den da schön drauf. Genau. Aktivierst den Schalter. Ja, und dann? Wie komme ich dann hoch? Du musst das denn... Gute Frage, warte. Ich schätze, dass er den bestätigen muss. Also, weißt du, das zeigt dir, was ich meine. Ja, du kannst aber da links so durchkriechen an der Stelle. Also, ich vermute... Ja, gut, ich... Ja, wir können ja dann immer noch, warte mal, meine Vermutung war jetzt folgende, das hier drauf. Also ich habe die Lösung schon gesehen. Ach so, du weißt es schon. Ich will trotzdem meine Vermutung zeigen, auch wenn sie falsch ist. Ich habe meine Lösung schon erarbeitet, aber ich lasse dich gerne erklären. Ja, er kann das nicht betätigen, okay. Schade. Tja. Sowas. Dann höre auf den Zellus. Der hat die Lösung sich schon erdacht. Du meinst den hier drauf? Den hier so links vorbei, genau. Dann lässt du den kleinen Puschel da drauf. Ja. Dann kriegst du links einfach da unten durch, als Mensch. Ja, aber wie machst du denn das Ding hoch? Die Katze kann das ja nicht betätigen. Du kannst, du musst ja eh das, den Käfig, ach, den musst du weiter links schieben. Ja, aber, hast du, ja, und jetzt will ich auf den Käfig drauf springen und dann... Ja, jetzt gehst du erstmal runter, schiebst den Käfig. Das ist so ein bisschen, dass da etwas links steht, dass du... Ach so, meinst du das im Prinzip? Ach so, ja, es ist... Ja, ein bisschen zu weit. Ich glaube, es reicht nicht, aber wir können es mal probieren. Das kannst du mal probieren. Das war wieder viel einfacher, als man denkt. Ist so. Die Schweden, was die alles können. Ja, das ist wahnsinnig, also... Level-Design. Bald gehört der in die ganze Welt. Ist so. Okay, es reicht. Okay, man muss zu meiner Verteidigung fairerweise sagen, dass ich noch nicht weiß, wie weit er springen kann. Mimimi. Ja, gut. Das ist richtig. So, jetzt musst du den Kleinen wieder herholen, ne? Hab ich schon. Mal sehen, ob er es überhaupt schafft, hierher zu kommen. Ah doch, das schafft er. Klein und wendig wie er ist. Ach, wir lieben ihn. Ja. Okay. Jetzt haben wir schön Kletterpartie, ne? Donkey Kong. Ja. Donkey Kong. Oh, ich hätte mehr Anlauf nehmen müssen. Der Tod war ein bisschen witzig aus. Au! Schmerzhaft. Autschi. Big Oof, Big Yikes. Aber gut, was machen wir nicht alles, um die Welt zu retten? Ja.
Da bricht man sich aber ein paar Knochen, aber bei dem Alter, so wie der Charakter aussieht, ich glaube, das kann er noch relativ gut heilen an der Stelle. Ja, vermutlich schon. Kommt er hier auch hoch irgendwie? Nee, ne? Donkey Kong. Nee, ich glaube nicht. Achso, dafür ist das hier wahrscheinlich da. Ach, da hätte ich ihn jetzt vorher auf das Holz. Ja. Du kannst du nicht mehr navigieren jetzt? Ja, ich muss den vorher auf das Holz setzen. Das ist, glaube ich, der ganze Trick. Das ist wieder total easy, eigentlich. Aber kann man auf das Holz draufgehen? Weißt du, ich stehe jetzt hier vor dem Holz. Ich kann nicht auf das Holz, glaube ich. Ja, du wahrscheinlich. Stell die Katze drauf. Katze? Muy bien, muy. Muy bien. Geh drauf, geht nicht doch. Dummes Katzos. Oder muss ich. Ja, dann muss ich erst ihn da oben. Obwohl, der jetzt macht keinen Sinn, da kommt er ja nicht drauf. Ja, wobei, wenn es ganz unten ist, warte, ich weiß, was ich machen muss. Das ist doch immer noch easy. Bleib stehen, Katze. Okay. Ich muss quasi. Ja. In der Theorie ist es eine schlaue Idee. In der Praxis. Ich gehe jetzt auf dieses Ding, dann geht das runter und dann sage ich der Katze, geh auf das Ding, das runtergeht. Ach, und dann geht der. Dann lässt du ihn dort stehen. Ja. Und holst ihn dann wieder. Okay. Ja. That is my plan. Das ist richtig clever. Das ist plan. Ja, mei. Das hat auch erstmal funktionieren mit dieser Steuerung, aber ich probiere es. Ja. Komm. Aber die Idee ist gut, ja. Das habe ich, jetzt auch überlegen können, ja. Gut. Ja, es ist halt meistens sind's die leichten Sachen und dann macht man sich einfach viel zu viele Gedanken. Ist immer so. Ja, es ist schon 20.40 Uhr. Die Zeit geht echt schnell bei dem Spiel vorbei. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. So eine entspannte Zeit. Trotzdem, die Rätsel, die sind schon angenehm schwer, sag ich mal. Außer das eine und das erste fand ich auch schon. Ach, warte, nee, das war dumm. Hä? Wie geht denn da weiter? Bin ich dumm oder bin ich dumm? Jetzt habe ich zu viel geredet und zu wenig nachgedacht gerade. Einfach nur den Kerl, ich hättest du holen sollen, dass er darüber springt. Zum ja, ich glaube auch. Ja. Fluch des Let's Players sein. Oder YouTuber oder wie man uns auch immer nennt. Dann denkt man einfach zu viel nach und dann redest du noch dabei. Am Anfang habe ich es versucht, den Zuschauern zu erklären, aber keine Chance. Ja. Das habe ich auch nie wirklich abgelegt. Also, wenn ich irgendwie privat spiele, bin ich wirklich immer viel konzentrierter und auch deutlich besser, als wenn ich das aufnehme. Das ist normal. So, jetzt schickst du den dann hoch, ne? Mach mal das Seil da kaputt, Jürgen. Er heißt ja nicht Jürgen, wie heißt er? Zellos? Du hast den Namen gemerkt. Moin, ne? Ja. Ja, Moin Bien halt, ne? Wir testen alle 30 Minuten, ob wir den Namen gemerkt haben. Ja, richtig. Und wie heißt die Hauptfigur, ne? Weißt du es noch? Planet! Lana, vielleicht, natürlich. Vielleicht auch off? Ich glaube off. Ja. Ach, schön. Nee, die Zeit ist richtig schnell vergangen. Das ist ein gutes Zeichen. Bisher macht mir das Spiel sehr viel Spaß. Man weiß ja nie bei so Spielen. Manchmal gibt es ja am Ende Spiele, die müssen es dann auch krankhaft schwer machen am Ende. Dead Island. Aber wenn das Spiel das in diesem Schwierigkeitsgrad durchzieht. Ja. Ist das eigentlich ein Mond im Hintergrund, was wir da immer sehen? Oder ist es vielleicht die Basis vom Gegner? Ach du Scheiße. Ja. Ich lass den erstmal gucken, wie der läuft. Genau. Alexa, bestell mir Pringles. So sah das gerade. So, er geht da komplett einmal rum, oder was? Ja. Ah, ich werde sterben, das weiß ich auch, weil ich hätte warten sollen, aber manchmal ist Sterben. Ach, komm jetzt nicht runter, Jürgen. Geh mal nach rechts. Komm. Ja, das warte mal. Eigene Bewegung. Und jetzt spring runter. Kann ich da rechts vielleicht auch einfach durch? Oder ich hab's noch nicht ausprobiert. Unter Umständen kannst du den. Nee, das ist zu gefährlich. Ich meine, hier einfach durch geht das gehen? Tatsächlich. Ah, nee. Ah, guck mal, da ist aber wieder so ein Loch, das er ihn ablenken kann. Ja. Ach, du kannst den Kleinen da hochschicken an der Stelle. Ich will mal testen, ob ich hier stehen bleiben kann. Einfach nur. Okay.
So, muy grande, delicious. Mm. Ah ne, ich muss noch weiter nach rechts. Okay, dann muss ich warten, bis er nach links läuft. Ja. So, und jetzt gehe ich erstmal nach links in Sicherheit. Oder soll ich erstmal gucken, wo er dann rauskommt? Der kommt da in den Busch raus, rechts. Ah, da. Na, wenn du Glück hast, geht er jetzt unten. Mist! Ah, ich hab's befürchtet. Ja, da warst du zu langsam. Aber okay, das klingt erstmal nach einem... Was heißt klingt? Das ist ja kein Geräusch. Wobei doch, der macht Geräusche, aber du weißt, wie ich das meine. Er macht Alexa-Geräusche. Ja. So, das heißt... Ne, ich warte. Ja, warte mal kurz. Ich erinnere mich aber wirklich an diesen Roboter von Amazon. Direkt jetzt schon? Eigentlich brauche ich den. Schick ihn schon mal los und wenn er dann gleich den sieht. Weil ich habe es ja eben auch geschafft, ohne dass ich den provoziert habe. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Deswegen warte ich jetzt mal. Das passiert, wenn die KI selbstständig wird. Die Alexas kriegen alle 8 Beine und laufen rum und töten uns. So ist es. Ah, ich glaube, ich bin zu langsam, oder? Ich warte lieber. Mhm. Sonst kannst du halt wirklich wegkloppen. Aber wenn ich ihn dann... Irgendwie ist mein Gehirn noch nicht ganz zufrieden mit dieser Lösung. Also gut, er jagt ihn dann, aber... Und was soll ich dann machen? Dann wartest du, was er danach tut, weil das wissen wir ja noch nicht. Ja, eben. Genau, deshalb probierst du ihn jetzt einfach mal anzulocken, wenn das stimmt. Ach, ich komm da gar nicht rüber. Ich komm da gar nicht rüber. Das sollst du auch nicht rüber. Guck erst, beobachte erst mal. Achso, du meinst, dass das Level sich irgendwie verändert oder so. Oh, das ja, war dumm. Vielleicht geht er ja unten entlang. Nee, aber was ich meine, ich kann von meinem Hidepunkt, also wo ich mich verstecke, ich kann gar nicht da rechts rüber springen. Doch, das solltest du. Nee, das habe ich ja gerade probiert. Das geht nicht. Ich behaupte das Gegenteil. Ich habe es aber gerade probiert und das geht nicht. Du warst aber allgemein ein bisschen langsam gerade. Aber wenn... Ach, warte mal. Ich muss mal einmal was testen. Wenn ich jetzt Y drücke, bin ich dann... Kann ich dann wieder mit Y zurückspringen? Ich glaube, das hat mich eben getötet. Das kannst du machen, ja. Okay, dann erstmal wieder safe. Ich warte mal noch eine Runde. Aber andererseits... Sobald er auf den reagiert, versteckst du dich. Ich kann halt nicht hier rechts rüber springen, das funktioniert nicht. Das habe ich gerade schon mal probiert. Nee, einfach in den Busch erstmal. Ja. Ich warte. Dann guckst du mal, was er macht. Siehst du, er geht unten entlang. Vielleicht guckt er auch sich mal in den Busch unten um. Oder auch nicht. Okay, dann musst du doch irgendwie da oben. Ja, ich probiere es nochmal rechts. Vielleicht bin ich zu spät abgesprungen oder so. Genau. Deshalb jetzt schön koordinieren mit dem, mit Mui. Ah, dann. Nee, alles gut. Ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Okay. Aber schön langsam, nicht, dass er dich dann da oben. Ja, nee, dann habe ich eben einfach nur nicht rechtzeitig gedrückt. Okay, jetzt wird mir wieder Angst gemacht, aber es passiert eh nichts. Ihr Ficker. So. Sehr gut. Siehst du, geht doch. Ja, nee, wie gesagt, das Problem war, dass ich jetzt eben einfach schlecht abgesprungen bin und dann durchdachte, dass das nicht geht. Dann wieder der übliche Fehler, zu viele Gedanken gemacht. Genau. Und einfach stumpf sein, das ist Trumpf. So stumpf wie der Baum, an dem du jetzt vorbeigehst. Ja, so stumpf ist der jetzt auch nicht. Der Baum. langsam wird's warm in der Bude hier. Oh ja, bei mir auch. Aber schön, ja. Eigentlich echt ein spannendes Spiel. Ja, bis auf das eine komische Rätsel, wo wir beide überhaupt nicht, bis jetzt immer noch nicht wussten, wie das funktionieren soll. Ja. Aber ich frage mich immer noch, was Mui eigentlich für ein Viech ist. So eine komische Art Katze oder sowas. Keine Ahnung. Vermute auch außerirdisch. Ja,
Kriegt sie wieder eine neue Fähigkeit? Fragezeichen. Erstmal schöne Katze. Er mag wahrscheinlich kein Wasser. Da muss er jetzt wahrscheinlich drumherum spielen. Ach, niedlich. Kehrt doch einfach auf meine Schulter. Das wird das Problem lösen. Ja. Kann man auch runter, ich mag kein Wasser, nein. Ja gut, das ist relativ tief. Komm mal hier hin. Du kannst auch auf meinem Kopf. Na gut, dann gucken wir doch mal. Ja, musst du jetzt erstmal alleine unterwegs sein? Und dann einen Floß holen oder sowas? Ich lass ihn einfach zurück. Nein! Wir haben uns voneinander entfernt. Okay, hier brauche ich. Okay, ich brauche ihn doch wieder, da ist eine Liane. Das ist dein bester Kumpel, hallo? Vermutlich, ja, weil alle anderen tot sind, ja. Gut zusammengefasst. Ja, ist dein einzigster Kumpel. So, da hast du einen Floß und das schiebst du jetzt schön. Aber ist auch wieder typisch Katze, weißt du? Könnte sich einfach auf deinen Kopf setzen. Aber nein, miau, bring mir ein Floß, miau. Ja. Katzen, ich liebe sie. Dabei können die eigentlich auch ganz gut schwimmen, wenn sie wollten. Aber machen sie nicht. Weil das Fell wird ja nass. Ja. Aber komischerweise lecken sie sich selber ab zum Reinigen. Also, komisch. Ja, ich glaube, die haben einfach keinen Bock, sich danach stundenlang zu putzen. Wahrscheinlich. Ist einfach nur wegen der Faulheit, meinst du? Ja. Hm. Es gibt ja auch Katzen, die Wasser lieben. So ja. Ist ja nicht, aber... Ja, hier, bloß keinen Meter gehen, Katze. Ja, du musst bringen das schön bis zum Ufer, genau. So, jetzt machen wir die Liane runter. Ich habe was für dich gemacht, jetzt mach du was. Nein, gib mir erst Essen, ich will raus. Und wehe, es muss kacken, dann wird sie die ganze Zeit miauen. Das ist bei unserem Kater auch so, wenn er nachts kacken muss, dann miaut er teilweise eine ganze Stunde, als wenn er stirbt, bis er dann gekackt hat. Natürlich wird man dann wach. Das ist Katzen immer wieder eine Freude. Ja. Oh, ich liebe Katzen. Ja. Schön. Noch so kleine gespenstische Viecher hier im Wald. Kann ich da runter? Gute Frage. Sieht so aus, als wenn du eine Fernbedienung benutzt mit dem Finger. Das ist irgendwie witzig. Ja, irgendwie schon. Ach oh, so. What the? Ah, ich glaube, ich habe verstanden. Du musst quasi unten den Tentakel aktivieren, genau das. Und dann springt er auf den linken Tentakel drauf. Im besten Fall, ja. Genau, und dann bleibt er bei dem anderen stehen. Bei dem anderen Tentakel. So, Fernbedienung. Geh mal dahin. Dass meine Hand wie eine Fernbedienung aussieht. Sehr schön. Und dann springst du rüber und dann... Ja, das Gute ist ja auch, ich meine, selbst wenn jetzt ein Rätsel hier schwierig ist, wir leben ja in Zeiten des Internets, wo man alles nachgucken kann. Richtig, ja. Was bist du denn für einer? Oh, schüchtern? Ein schüchterner, ja. Kann ich mit meiner Fernbedienung hier was machen? Ich weiß, ich muss wahrscheinlich ins Wasser, aber ich gehe einfach ins Wasser. Ich denke wieder zu viel nach. Vielleicht ist es ja gefährlich, aber ja, probier mal. Okay, die Nicht-Nachdenken-Taktik hat nicht funktioniert. Vielleicht schickst du nur den Katerrichter zu dem komischen Wurm. Mhm. Also alleine. Und dann sprechen die miteinander oder so? Ja, Moment, ich muss mit meiner Wiimote da genau hinziehen. Weil der mag Menschen wohl nicht. Verstehe ich ganz gut, weil ich mag Menschen auch. Ja. Komische Mensch. Oh. Traumato. Oh. Mich erinnert das ein bisschen an Dschungelbuch. Schau mir in die Augen. Ja. Und dann bist du hypnotisiert. Ja, und dann kann der doch jetzt das Wasser auch bestimmt wegmachen. Ja. Jetzt auch vermutet, dass du ihn jetzt ganz... Aber die armen Fische. Ja, scheiß auf die Fische. Komm, Katze, du bist wertvoller als Fische. Erzähl aus euch gerade beigebracht. Aber er hat ja auch recht. Ja, so ist es. Ja, ist auch so. Ja, die Fische haben überlebt, das Wasser war ja noch flach. Ja, eben. Das flache Wasser geht dann die Katze doch.
Ja gut, da war noch ein kleiner Fels an der Stelle, wo er drauf springen konnte. Hat er gesagt, ja okay, da werden halt nur die Pfoten nass. Na gut. Das ist hier wieder so eine typische, ich kann hier runter, oh, Entschuldigung, ich bin müde, runterstelle. Also, da kann ich auch. Erinnert mich jedes Mal an Prince of Persia übrigens. Ja, das Spiel so hat auch so, ja. Diese Abschnitte. Kann ich hier durch? Nee, achso, muss ich von der anderen Seite kaputt machen. Ja, du musst jetzt den Kleinen da lassen und musst da jetzt einmal... Ah, hier ist X, da kann ich irgendwas machen. Oh. Achso, wahrscheinlich ihn kraulen oder so, keine Ahnung. Ja, kraulen. Ja, runter, Junge oder Mädchen. Ach, da ist Wasser. Ja. Ja, da will der Katzerich nicht durchs Wasser. Oh, ein Stück. Definitiv. Achso, jetzt muss ich ja Tarzan-Action. Ja, jetzt machst du richtig Tarzan-Action an der Stelle. Aber als das Spiel, wann kam das raus? 2018 auf PC, wahrscheinlich in Schweden? Genau. Und dann einfach 4 Jahre hat es gedauert, bis irgendjemand gesagt hat, das Publishen wird traurig. Oder 5 ja, sogar. Beziehungsweise, ich kann ja mal die genaue Geschichte mal mit. Ja, das würde mich tatsächlich interessieren. So am Part-End ist es eigentlich ganz... Ja. Okay. Das Schlotz ist weg. Hola, muy. Hola, muy. Muy caliente. Muy bien. Vamos a la playas, vosotros. No hablas España. Hoy alemán. Una servicier, por favor. Ja. Ich habe ein bisschen, das ist ein bisschen falsch erzählt, die Firma hat sich 2018 gegründet und jetzt haben sie quasi dieses Jahr das rausgebracht. Und dann gleich gepublished für Xbox Game Pass. Okay. Also alles quasi, wenn du es so rechnest, entweder 4 oder 5 Jahre reinentwickelt, ne? Mhm. Auch nicht gut, wir sind jetzt gerade mitten in einem Rätsel und in Anbetracht der Zeit würde ich einfach sagen, dass wir jetzt hier dann aufhören für heute. Mhm. Also ich werde es, glaube ich, weiterspielen. Ich weiß nicht, ob du dabei sein möchtest, willst, kannst, darfst, wie auch immer. Grundsätzlich will ich, aber ich weiß nicht, ob ich kann. Weil okay, ja, schauen wir dann einfach mal. Ich bin gerade aktuell ein bisschen am Raiden. Ja, alles gut. Jo. Von daher, ja, hat Spaß gemacht. Mhm. Und wir... Ja. Gefällt mir gut. Und auch die, einfach die Atmosphäre ist einfach schön, finde ich. Genau. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüssi. Jo, bis dann. Ciao.